Vi mets que la dérive sabre. Ça s'est cassé net, environ 6 pouces au-dessus de la... Die siebte Etappe, ein 2500 Meilen langer Schlag über den Atlantik von Boston nach Galway. Doch beim Volvo Ocean Race ist so eine Strecke wohl eher als Sprint zu bewerten. Schmerzliche Erinnerungen melden sich. Beim letzten Rennen ist ein Boot gesunken und ein Crewmitglied konnte nur tot geborgen werden. 3 Jahre später sind die Gefahren für die Segler keineswegs geringer geworden. Die Leute reden ständig vom Südpolarmeer, aber auch der Atlantik kann dich total niedermachen. Die Wassertemperatur nähert sich dem Nullpunkt. Heimtückische Nebel und gigantische Tiefdruckgebiete lauern ständig. Zusammenstöße mit Eisbergen und großen Tieren drohen. Plötzlich tauchte ein Wal aus dem Nebel auf. Ich habe noch die Schwanzflosse gesehen und versucht auszuweichen, aber es war zu spät. Wind und Wellen haben nachgelassen, aber für die 7 Crews gibt es keine Pause. Ja, du strampelst dich hier ab, versuchst die Peilung zu halten und der haut nach Lee ab. Seit die Telefonica Blue das Wertungstor bei Neufundland mit 35 Sekunden Vorsprung als erster erreichte, kam wieder Hoffnung auf, die gesamtführende Ericsson 4 doch noch einzuholen. Wir liegen alle nur noch grob eine Meile auseinander. Es ist ziemlich spannend. Sollte allerdings die Mannschaft von Bauerbecking das Rennen nach Galway gewinnen und sollte ein Podiumsplatz an Ken Reeds Puma oder Fernando Ecovadis Telefonica Black fallen, so könnte das bei Tom Grail, dem legendären Skipper der Ericsson 4, zu einigem Kopfzerbrechen führen. Nach einer Rast in Rio könnte auch Juni Bermudez mit seiner Crew auf der Delta Lloyd eine Rolle spielen. Dann Ian Walker mit dem irisch-chinesischen Boot Green Dragon. Die heimatliche Westküste möchte diese Crew gerne als erster erreichen. Bei Team und Boot sind wir jetzt wieder da, wo wir gestartet sind. Die vorderen 5 Boote liegen jetzt nur 25 Meilen auseinander. Vor ihnen baut sich ein steifer Südwest auf. Äußerster Stress für Boot und Personal. Geschwindigkeitsrekorde könnten fallen. Schotten dicht, die Schussfahrt nach Galway beginnt. Unheilträchtige 7. Etappe von Boston nach Galway zeigt bereits am 5. Tag ihre Gefahren, die oft gar nicht sichtbar sind. Komisch, oder? Ja, richtig unheimlich, könnte man sagen. Wilde Tiere sind in dieser Gegend eine ständige Bedrohung. Die Ericsson 3 kollidiert kurz vor dem Wertungstor mit einem Wal. Jetzt muss die Crew von Magnus Olsen den Schaden begutachten. Schon vor ein paar Minuten habe ich einen Wal gesehen. Dann gab es in Luft von uns plötzlich so einen Wirbel. Ich habe noch die Schwanzflosse gesehen und versucht auszuweichen, aber es war zu spät. Ja, das war ziemlich blöd. Aber zum Glück haben wir ja noch ein Ersatzschwert dabei. Die Entscheidung, das Ersatzschwert trotz des höheren Gewichts mitzunehmen, hat sich also bezahlt gemacht. Was meint ihr? Mitnehmen, würde ich sagen. Ja, wir sollten es mitnehmen. Das habe ich irgendwie im Urin. Da draußen schwimmt echt viel Mist im Wasser rum. Wenn ich mir den Schaden so anschaue, da konnte man nichts machen. Das Steckschwert ist ziemlich hinüber. Wir sind gerade dabei, das Steckschwert rauszubekommen und das neu einzusetzen. Bis zur nächsten Wende haben wir noch circa eine Stunde. Wir sind also ein wenig unter Zeitdruck. Die Strategie der Telefonica Blue, den Druck auf die führende Ericsson 4 durch maximale Punktzahlen am Wertungstor zu erhalten, hat sich einerseits bezahlt gemacht, andererseits vergrößerte sie die Distanz zum Ziel.
Die Führung haben jetzt die Teamkollegen von der Telefonica Black übernommen. Alle Boote steuern auf einem Kurs südlich der Eiszone eines Sperrgebiets, das eingerichtet wurde, um die gefährlichsten Gewässer zu vermeiden. Ganz eigene Sorgen macht sich die Crew von Fernando Ecavarri. Auf der anderen Seite vom Kielkasten kommt mehr Wasser durch als sollte. Warum ist noch überhaupt nicht klar. Wir versuchen jetzt, das zu versiegeln. Allerdings haben wir ein hohes Tempo drauf, sodass sich das die ganze Zeit bewegt. Wir müssen also oben noch etwas drauf machen, falls der Deckel abbricht. Bei mäßiger Geschwindigkeit besteht keine Gefahr. Aber wenn es schneller wird, so ab 20 Knoten, dann könnte da Wasser reinkommen. Weiter jagt das Feld gen Osten. Plötzlich ändern sich die Bedingungen deutlich. Wir kommen jetzt in ein heikles Gebiet. Da treffen sich alle möglichen Strömungen. Kleine warme Ausläufer vom Golfstrom verwirbeln sich mit extrem kalten vom Labradorstrom. Und wir sind da wohl mittendrin. Da passieren eigenartige Sachen. Eine komische Gegend hier, unglaublich. Und jetzt auch noch die Delfine, sehr viele Tiere. Wir lieben den Golfstrom. Hip, hip, hurra auf den Golfstrom. Die Auswirkungen des bevorstehenden Wetterwechsels dürften spürbar sein. Heute hatten wir einen super Segeltag, aber morgen um diese Zeit oder sogar schon in der Früh wird es vollkommen anders sein. Momentan segeln wir Raumschutz bei 18 Knoten Wind, ein schönes Dahingleiten. Aber in 4 oder 5 Stunden frischt der Wind dann auf, und zwar auf mehr als 25 Knoten. Das geht die ganze Nacht so weiter. Die Mannschaft von Ken Reed liefert sich mit der Telefonica Black einen Kampf um die Führung. Die Enttäuschung über die knappe Niederlage beim Wertungstor von Neufundland haben sie weggesteckt. Der 5. Tag, noch 1200 Meilen, die letzten 24 Stunden waren herrlich. Das Segeln war gestern den ganzen Tag super, nachts hat dann der Wind zugenommen. Das war noch besser. Und wie man sieht, ist das Rennen immer noch sehr eng. Für die Green Dragon, 15 Meilen hinter dem Feld, kann das Tiefdruckgebiet gar nicht schnell genug kommen. Durch den leichteren Kiel benötigt sie eine steife Brise von Achtern. Nur so könnten die drei Iren in der Crew von Ian Walker ihren Traum vom Podiumsplatz in Galway noch verwirklichen. Das ist natürlich der wichtigste Teil von diesem Projekt. Nicht nur für das Boot, sondern auch für das Team und diesen Zwischenstopp in Galway. Die Jungs an Bord werden sich immer daran erinnern, wie wir vor 9 Monaten in Galway mit dem Training begonnen haben. Es wird irgendwie eine ganz andere Stadt sein, wenn wir da in 3 Tagen wieder anlegen. Für die 60.000 Einwohnerstadt Galway an der irischen Westküste ist es eine vollkommen neue Erfahrung, als Zwischenstopp beim Volvo Ocean Race zu dienen. Galway ist eher für seine Kunst- und Kulturfestivals und kulinarische Veranstaltungen bekannt. Doch die Einheimischen sind Feuer und Flamme. Unser Boot heißt Green Dragon. Das ist eines der größten Ereignisse, die ich in dieser Stadt je miterlebt habe. Alle sind total aufgeregt und die ganze Stadt hat sich schick gemacht. Einfach toll. Wir sind sehr stolz auf unsere Crew und die Green Dragon, auch auf die Leute, die das hier in Galway organisiert haben. Heute ist unser Tag. Sowohl im Heimathafen als auch bei den 200.000 Online-Spielern steigt die Erwartung weiter. Vor Ort im Atlantik nimmt der Druck dagegen rapide ab. Ganz schön heftig hier draußen. Ich würde fast sagen, es macht sogar Spaß, abgesehen vom Seegang. Im Moment ist das Boot dadurch sehr schwer zu steuern. Aber ich freue mich schon auf Galway. Alle an Bord sind schon ganz aufgeregt wegen der Ankunft.
In den frühen Morgenstunden des sechsten Tages lassen die Boote die Südspitze der Eissperrzone hinter sich. Als dann noch der Wind auf Südwest dreht, erhöht sich das Tempo und die Ericsson 4 holt zum großen Schlag aus. Als Torben Grail mit seiner Mannschaft die Führung übernimmt, reagieren Telefonica Blue und Pumas Il Mostro sofort. Sie sind die beiden nächsten Verfolger in der Gesamtwertung. Doch nach 12 Stunden wird das rote Boot auf seiner Verfolgungsjagd jäh gebremst. Das Ruder hat sich 15 cm unter dem Rumpf gelöst, wodurch es wohl zu dem Sonnenschuss kam. Wir müssen jetzt erstmal halten, was aber nicht schlimm ist. Dann das Ersatzruder einsetzen wird schon härter. Wieder sieht es für Ken Reed so aus, als würde er wie in Boston, als er nur auf Platz 4 kam, auch diesmal keinen Podiumsplatz erreichen. Ist die Verfolgerrolle der Il Mostro damit noch aufrecht zu halten? Etappe 7, Tag 6. Noch 950 Meilen sind über den Atlantik zu segeln, bis die Flotte Galway an der Westküste Irlands erreicht. Bei der Jagd auf die gesamtführende Ericsson 4 brach auf der Il Mostro von Puma das Ruder. Casey Smith muss sich an die Bordwand hängen, um das Ersatzruder einzubauen. Die Mannschaft von Reed das Rennen schnell wieder aufnehmen, fällt aber auf den 4. Platz hinter Telefonica Blue und Delta Lloyd zurück. Als früh am 6. Tag die Kaltfront über das Feld zieht, entschließt sich die Ericsson 4 zum Angriff. Torben Grail lässt einen nördlicheren Kurs setzen, auf dem Wind und Wellen stärker sind. Damit ist das Feld jetzt in Nord und Süd geteilt.
Dazwischen liegen 100 Meilen. Allerdings konnte Grail seinen 9-Meilen-Vorsprung bisher noch nicht vergrößern. Zumindest bis jetzt nicht. Zu Beginn des siebten Tages donnern die Boote bei westlichen Winden um die 30 Knoten ihrem Ziel entgegen. Im Norden wird die Ericsson 4 von der Green Dragon verfolgt. Nun, da die Bedingungen endlich zu ihren Gunsten sind, will sie auf keinen Fall die Tuchfühlung verlieren. Ein Job, echt? Im Süden wird das Feld angeführt von der Telefonica Blue, knapp vor Delta Lloyd und Il Mostro, die wieder schnell herankommt. Baue Beckings Crew, die in der Gesamtwertung auf Platz 2 liegt, muss das Tempo halten, wenn sie ihre Chancen wahren will. Vor allem müssen sie dazu auf den Vorwindkursen besser werden. In der Vergangenheit hatten sie bei starken achterlichen Winden große Probleme. Auch die Ericsson 3, die dem Feld 45 Meilen hinterher segelt, beteiligt sich noch an der Verfolgung. Und das trotz einer Kielfinne, die bei der Kollision ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am meisten in ihrem Element ist jedoch die Green Dragon bei diesen Bedingungen. Besser geht gar nicht. Wir haben 30 Knoten Wind, recht hohe Dünung. Und wir befinden uns 600 Meilen westlich von Galway. Das Rennen ist sehr eng. Ericsson 4 ist 25 Meilen vor uns. Und dann noch eine Gruppe von Booten 100 Meilen weit weg. Hoffentlich können wir halten und passieren. Das hängt von der Winddrehung ab und welches Tempo wir in den nächsten 10 Stunden segeln können. Die nächsten 12 Stunden sind auf jeden Fall entscheidend für dieses Rennen. Wir fahren das Boot bis zum Anschlag. Wir wollen unter die ersten 3 kommen. Doch haben Sie es vielleicht übertrieben? Später am siebten Tag reißt die Spinnaker-Schot. Das Segel wird fast vollständig zerstört. Die Crew hat keine andere Wahl, als den größeren Spinnaker zu setzen, der das Boot kaum kontrollierbar macht. Die letzte wichtige Taktikentscheidung bei diesem Rennen ist, wann die letzte Halse gesetzt werden soll. Rechts herum Richtung Osten, nach Galway. Wird dieser Zeitpunkt, bei dem auch die Winddrehung auf Südwest zu berücksichtigen ist, falsch eingeschätzt, gehen hart erkämpfte Meilen und Platzierungen verloren. Um ihre Absichten vor den anderen Booten zu verbergen, rufen die Gesamtführenden von der Ericsson 4 und Pumas Il Mostro um 16 Uhr des siebten Tages den Tarnmodus auf. Eine Taktik, die nur 3 Stunden später auch von Telefonica Blue, Green Dragon und Delta Lloyd übernommen wird. Positionsberichte werden in den kommenden 12 Stunden nicht ausgegeben. Um 20 Uhr fährt die Ericsson 4 ihre Halse. Um 21.30 Uhr geht die Green Dragon auf neuen Kurs. Puma, Delta Lloyd, Ericsson 3 und Telefonica Black folgen noch alle vor Mitternacht. Als letztes Boot halst die Telefonica Blue von Baue Becking am weitesten südlich. Erst um 7 Uhr morgens am achten Tag wird das neue Bild klar. Die Ericsson 4 hat ihre Führung auf 30 Meilen ausgebaut. Im Kampf um Platz 2 liegen Pumas Il Mostro und Green Dragon nahezu Bug an Bug. Mit leichtem Vorteil für die Crew von Ken Reed. Auf Platz 4 die Telefonica Blue, dicht gefolgt von der Delta Lloyd. Zum letzten Mal wurde der Bug gewechselt. Jetzt sind es nur noch 300 schnelle Meilen bis Galway.
gemacht. Drei Meilen auf die Telefonica Blue verloren und fünf gegen die Ericsson 4. Wir sind 1,4 Meilen hinter Puma, das war's. Ich glaube, wir haben verloren. Also, die sind 1,4 vor uns. Während der Kampf um Platz 2 unvermindert weitergeht zwischen Puma und Green Dragon, rast die Ericsson 4 am Nachmittag des 8. Tages unermüdlich gen Osten und baut ihre Führung langsam, aber sicher aus. Noch 135 Meilen und wir sind in einer guten Position gerade. Ich bin echt froh, dass unsere Strategie aufgegangen ist. Ja, jetzt kann ich nur noch hoffen, dass der Wind bis ins Ziel so stark bleibt. Dann dürfte nichts mehr schief gehen. Dafür sind diese Boote gebaut. Atlantik, 30 Knoten Wind, 30 Knoten Bootsgeschwindigkeit, hohe Wellen. Das Wichtige bei solchen Bedingungen ist aber nicht nur... dass man schnell segelt, sondern auch, dass Boot und Leute heil bleiben. Bis jetzt haben wir das ganz gut hinbekommen. Um 22 Uhr erreichen die Spitzenreiter die Aran Islands nur noch 40 Meilen vom Zielhafen. Die Signal- und Freudenfeuer lodern bereits in Galway und es wird ordentlich vorgefeiert in der Aussicht auf eine große irische Nacht. Tag, Sonntagnacht um 0.55 Uhr überquert die Ericsson 4 als erstes Boot die Ziellinie in Galway und gewinnt die 7. Etappe des Volvo Ocean Race. Der 2. Etappensieg in Folge und ein weiterer Ausbau der Führung in der Gesamtwertung, der von der Konkurrenz kaum noch wettgemacht werden kann. Wir haben noch kommentiert, wie einfach doch die ersten 4 Tage waren und wie rüde dann das Erwachen. 3 Tage sah es ja fast nach einer Schlappe aus. Aber das Segeln war spitze, unglaublich. Kaum zu steuern, schnell, nass und total aufregend. Unglaublich. Toten Grails Männer haben den Hafen sicher erreicht. Doch wie steht es im Kampf um Platz 2? Ist das nächste Boot im Ziel ein rotes, also die Il Mostro von Puma, oder die grüne Green Dragon? Die Menschen in Galway mussten sich noch ein wenig gedulden, ihre Lokalhelden zu begrüßen. Nachdem Ken Reed und seine Crew bei der 6. Etappe einen Platz unter den ersten 3 im Heimathafen Boston missgönnt war, schaffte sie bei der 7. Etappe Position 2. Das Ruder mag gebrochen sein, ihre Entschlossenheit dagegen nicht. Es ist fast so, als würden wir besser, wenn alles gegen uns steht. Wir können einfach nicht normal sein. Immer wenn irgendetwas komplett schief läuft, kriegen wir Auftriebe. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte nicht stolzer sein auf dieses Team. Nur 11 Minuten später dürfen auch die irischen Augen vor Glück strahlen. Obwohl die Telefonica Blue ihn noch gehörig unter Druck gesetzt hatte, segelt Ian Walker mit seiner Green Dragon bei der Ankunft zu Hause auf den 3. Platz. Der erste Sieg bei einer Offshore-Etappe in diesem Rennen. Warum seid ihr hier? Die Green Dragon hat was? Ja, die Ziellinie überquert. Sie ist zu Hause angekommen. Ich sage euch eins, Jungs, das ist schon verrückt, dass hier um 3:30 Uhr nachts so viele Leute unterwegs sind.
Das größte Budget haben sie wohl nicht, dafür aber vielleicht die größte Fangemeinde. Ian Walker und seine Crew werden stürmisch empfangen. Es wird noch eine lange, unvergessliche Nacht werden. Unglaublich, absolut unglaublich. Es ist 3:30 Uhr morgens und wir dachten, alle wären zu Hause im Bett. Phänomenal. Die letzten 10 Stunden wussten wir, dass die Telefonica Blue uns einholen würde. Wenn ich für jedes Mal fragen, ob sie näher kommen, einen Pfund bekommen hätte, wäre ich ein reicher Mann. Die anderen wollten mir nur noch das Maul stopfen. Als Ire, auf einem irischen Boot, beim Volvo Ocean Race in Irland anzukommen. Sieh dir das an. Weitere 11 Minuten später, nach einem nervenaufreibenden Kampf gegen Ian Walker, überquert auch Bauer Becking mit der Telefonica Blue als viertes Boot die Ziellinie. Gut gemacht, Kumpel. Große Klasse. Eine Stunde nach der Telefonica Blue läuft die Delta Lloyd von Juni Bermudez als fünftplatziertes Boot in Galway ein. Fernando Ecavari auf der Telefonica Black, der ja das Feld kurzzeitig anführen konnte, kommt auf den 6. Platz. Bei Sonnenaufgang um 6 Uhr morgens läuft auch Magnus Olsen mit der Ericsson 3 ein und erreicht somit Platz 7. Der Sieg dieser 7. Etappe bedeutet, dass die Ericsson 4 ihren Vorsprung in der Gesamtwertung auf 14,5 Punkte vor Bauer Becking und Telefonica Blue ausbauen konnte und damit praktisch nicht mehr einzuholen ist. Ken Reeds 2. Platz in Galway bringt ihn bis auf 1,5 Punkte an Becking heran. Ian Walker hingegen kann durch seinen imposanten 3. Platz den Abstand auf die Ericsson 3 leicht verkürzen. Nur etwas mehr als 7,5 Tage haben die Boote benötigt, den Nordatlantik von Boston zu überqueren. Alle Segler und ihre Yachten sind heil angekommen. Jetzt können sie die irische Gastfreundschaft in Galway genießen. 3 kurze Etappen sind noch zu segeln und die Gesamtführenden verschwinden bereits am Horizont.